Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas mit dem Motto der Folge: Wie wird man so reich wie Donald Trump? So. Und da geht es prinzipiell darum, dass ich mir was zu trinken holen sollte. Dass ich meine Goldbarren mal loswerde langsam. Was macht der C4-Sprengstoff hier? Hier. Im Wert von 400.000 etwa. Da wollen wir halt unser Geld mal ein bisschen vermehren. Einen kann ich noch mitnehmen, glaube ich, ne? Nee, nicht ganz. Aber ich mache ja das C4 weg. Ein bisschen Gold. Haben Sie was Feines für mich? Hey, ich komme nicht mehr richtig vom Fleck. Aber ich folge... Na, wunderbar. Wow. Ja, die Dinger sind halt ein bisschen schwer, ne? Die Goldbarren. Das ist das Problem. Wir können nur 3 mitnehmen. Das ist natürlich problematisch. Aber das kriegen wir schon hin. Irgendwie. Denke ich, hoffe ich, glaube ich, müsse ich. So. Willkommen zurück. Willkommen. Sicher, schauen Sie sich ruhig um. Hat der Waffen neue, die irgendwie viel Geld bringen? Nee. Also nicht so, dass ich sagen würde, das wird sich auszahlen. Okay, wir werden dann anscheinend ganz viel mit dem Waffenschiebern machen müssen. Weil die haben ja schon so immer relativ viel Geld und... Willkommen, Sir. Dann auch noch Sachen, die relativ viel wert sind. So, wir können einen für 9500 verkaufen. Nee. Was tue ich denn hier? Ich verkaufe den zweiten, dann sind es 18.000. Wenn ich dann einen Bosa kaufe. So. Sehr gut. Und ich habe Feilschen ja schon auf 100, ne? 10.000 ist das Ding eins wert. Und wie viel kriege ich nochmal für einen? 9.500. Also das ist halt nicht wirklich viel Verlust. 1.000 pro Barren. Das ist halt... Es geht. So. Munition. Plus 50. Plus 50 Sprengstoff. Plus 50 panzerbrechend. Ah ja. So. Go back. Wow. Wird wahrscheinlich echt viel zwischen den beiden immer gemacht werden. Warte mal. So. Paciencia, ne? Weil die nimmt relativ viel Platz im Inventar weg. Wir brauchen ja eigentlich keine Waffen, bis auf so eine. Dementsprechend können wir auch die Munition hier weglegen. Ja. Okay. Hm.
Heute versuche ich die Waffen mal hier wieder loszuwerden. Soweit mein Gewicht das auch zulässt. Weil ich so dick bin. So, noch einen dritten für Edi. So, den kriegst du, mein Freund. Waffenschieber. Da. So, hallo. Willkommen, Sir. So, sie haben wieder 8000. Das ist schon mal prinzipiell gut. Weil das irgendwie mit den Waffen kaufen war keine so gute Idee. Habe ich das Gefühl. So. Willkommen, Sir. Wenn ich die nochmal... Hat der dann wieder 8000? Nein. Willkommen, Sir. Aber der hat doch teure Waffen, oder? So, also ich meine mit teuer, richtig teuer. Hier Esther zum Beispiel. Esther oder geht's noch teuer? Medizinstick hier. 21.000. Und dann noch. So. Perfekt. Zeit fürs Schläfchen. Dann hole ich mir noch den Goldbarren von Edi. Willkommen, Sir. So. Ja, ja. So ein bisschen geht immer. Wieder nach Novak. Gut. Was ist denn hier los mit denen? Dann, wie viel Geld hat der oder die? Hallo? Die hat 2700. Das heißt, die kann mir ein paar Waffen abkaufen. So. So. Es ist ein relativ guter Tausch. Würde ich jetzt mal so grob behaupten. So, 3 Stück mitnehmen. Oh ne, 4 sogar. So, die kriegt einen. Ja, den zweiten kann er nicht tragen. Waffenschiebeere. Hallo. Willkommen, Sir. So, Deckel 0. Okay. Das bringt uns dann auch nichts, wenn die 0 haben. Wir könnten höchstens 24 Stunden warten, dann hätten die, glaube ich, wieder Geld. Was ist das Sinnvollste eigentlich? Oder wir reisen nochmal zurück und wieder hin. Ich glaube, das geht sogar schneller. So. Naja, verdursten werde ich schon nicht. Dafür habe ich Edi ja dabei. Willkommen, Sir. Hast du wieder Geld? Immer noch nicht. Okay. Das ist blöd. Huch.
Dann brauche ich Händler, die so viel Geld haben wie der. Auf der 188 hat doch dieser Waffenposten vielleicht zu viel Geld. So, als einzige Alternative kann ich mir das vielleicht noch vorstellen. Hi. Hi. Das ist so ein bisschen wie die Arbeit von einem Geldwäscher, glaube ich, was ich hier mache. Bist du das? Nee. Wäre ich doch nur beim Tod Caesars dabei gewesen. Was für ein Arschloch. Da hinten ist wieder eine Händlerin. Eine Waffenschieberin. Ich hätte noch Schusswaffen. Ja, ja. Hier. 8008, ja, siehst du? Unser Sieg in Nersen ist eine Geschichte, die ich auf meinen Nein. Reisen gern erzählen werde. So. Ich hätte noch Schusswaffen und. Ja, ja. Neun, also, 18.000, 19.000. Hat sie schon nichts mehr. Das ist natürlich blöd. Dann halt was für 1.500 etwa so. So. Ich hätte noch Schusswaffen und Ja, ja. Huch, nein. Manchmal, wenn man die anspricht, haben sie ja wieder Geld. Nee, ist nicht der Unser Fall. Unser Sieg in Nelson ist eine Geschichte, die ich auf meinen Reisen gern erzählen werde. Gut. Man braucht echt Abnehmer für sein Zeug. Das ist echt schlimm. Keine Karawane, kein Händler. Niemand hat hier so viel Geld. Wollen Sie Nachschlag? Die wahrscheinlich sowieso nicht, ne? Nee. Ja. Aber ich könnte bei ihr... Wollen Sie Nachschlag? Wahrscheinlich ein paar meiner kleinen Sachen verkaufen, ne? Naja. Hier sowas. Mit ganz kleinen Verlust. Geben Sie... Aber ich sag mal so, beim richtigen Geldwäschen gibt's teilweise... Es scheint, dass die Gebiete bald hochgehen. Ja. Was brauchen Sie? Beim richtigen Geldwaschen sind halt teilweise Verluste von 50%. Ich habe hier höchstens 10 bis 20. Also... liege ich damit immer noch in einem guten Feld. So. Willkommen. Ja, ja. Da hat immer noch nichts. Das ist schrecklich. So, den nächsten Händler. Uiuiui. Mein Hunger hat zugenommen. Ach du meine Güte. Hallo. Hallo. Trudy habe ich auch seit einem Jahr der Jahr nicht mehr gesehen. Wer ist das denn? Das steht da so, weißt du? Das wäre was Wichtiges. Möchten Sie Vorräte kaufen? Indirekt. So. Okay, dann kann ich hier nur Waffen verkaufen. Okay, der hat nichts Spezielles. Stimpack, Super Stimpacks. Das sind ja, das ist ja das Gute, sowas kann ich dann immer noch mitnehmen. Ein weiterer kriege ich dann ja immer relativ kostenlos. Nee, der Arzt hat meistens ja kein Geld. Prim. So. Ach ja. 400.000, ich glaube, wir haben jetzt erst einen Bruchteil. Hallo. Hallo. Ja,
So, ach so, du Scheiß. 1200, damit kann ich nichts anfangen. Der hat wahrscheinlich nichts Wertvolles dabei. C4-Sprengstoff, doch, ein bisschen. Es geht, damit kriegen wir einen Goldbarren weg, ne? Ja. Danke. Gerne. So, ja, ich will hier raus. Nicht, dass auch weiter die GEMA irgendwas sagt. Mojave Ausposten. Da hat die Bartheke manchmal auch relativ viel Geld. Hallo. Ich weiß nicht warum, aber es ist halt tatsächlich so. So. Ach Gott. Das Radio. Wieder da? Ja. Siehst du auch wieder. Ne, hat auch ein bisschen was. Da muss ich noch was für 2000 kriegen. Das ist so eine Pistole. Eine Arzttasche geht halt immer Stimpack. Aufbereitetes Wasser kann man halt auch immer reinhauen. Und diese Mods gehen auch. So. Sonst hat die ja nichts, ne? Was für einen richtig großen Wert ist, ja. Gut. Ein bisschen bescheuert, aber na egal. Wäre ich doch nur beim Tod. Wie viel Geld haben wir? 170.000. Ah, nee, die Reparaturwerkstatt kann ja nichts verkaufen. Haben wir noch einen Goldbarren? Einen haben wir noch. Wo haben sie dann noch Händler? Nelson. Camp Fallen Hope. Gibt's noch einen Händler? So, ui. Wäre ich doch nur beim Tod Caesars dabei gewesen. Was für ein Arsch. Nee, das bringt nichts. Der Arzt hat Sachen. Einen richtigen Waffenhändler haben sie ja auch nicht. Natürlich nicht. So, wo ist denn der Arzt? Okay, dann halt nicht. Dann nach Nove. Ich kann ein Feinde in der Nähe. Ja, auf jeden Fall. Eine gefährliche Blähfliege. Es ist unfassbar. So. Hier kann ich hoffen, dass die beiden da mit der Ärztin wieder Geld haben. Na, die hat wenigstens Stimpacks. Was kann ich für Sie tun? Ich bin verletzt. Halb so schlimm. Gleich sind Sie so gut. Hier, nehmen Sie mal. Hallo? Wow. Was kann ich für Sie tun? Medizinisches Material, ja, genau. So. Wasser. Stimpacks, super Stimpacks. Right away, Wedex. Und dann kann sie. Und das hier. Ein weiter. Gerne. Dann kann ich noch zum Dino die Leittypen rein, wahrscheinlich. Vielleicht. Und bei ihm hoffen, dass der wieder Geld hat, zumindest. Wenn er denn auf hat gerade. Das ist die große Frage. Aber scheinbar geht das noch, aber der Typ ist nicht da. Okay,
Da ich glaube, dass es auch nicht zu den interessantesten Dingen gehört, mache ich hier einen Cut und verkaufe offscreen. Merkt euch noch einmal meinen Geldstand von 170.000 und meinen Geldstand danach von grob 370, 400.000. Also wenn wir die 400.000 überschreiten, ist das schon gut. Bis dahin und tschüss.